Die Saison neigt sich dem Ende zu und im Abstiegskampf ist noch nichts entschieden. Den extrem knappen und wichtigen 5:4 Sieg am vergangenen Freitag in Hamburg hatten die Männer vom LTTC Rot-Weiß dabei wohl noch nicht ganz verarbeitet. Und der Gegner am Sonntag, der hatte es in sich. Die ungeschlagenen Tabellenführer aus Neuss kamen an die Hundekehle, um, na klar, zu gewinnen. Das Endergebnis, ein glasklares 9:0 für die Gäste. Ja, so, dass wir am Freitag in Hamburg gespielt haben und glücklicherweise und am Ende auch verdient gewonnen haben. Und wir wussten heute, dass es sehr schwer wird, weil wir auch mental und physisch einfach auch ziemlich kaputt waren. Und Neuss auch mit der stärkste Gegner ist in der Liga. Das ist eine Top-Mannschaft mit Essen, die spielen um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und wie man ja gesehen hat, sind die wieder voll aufgelaufen mit super, super Spielern. Der 18-jährige Jonas Pelle Hartenstein vom LTTC Rot-Weiß hatte gleich am Anfang ein schweres Match zu bestreiten. Sein Gegner war der 35-jährige Frederik Nielsen, der nicht nur viel mehr Erfahrung vorzuweisen hat, sondern auch die Nummer 49 der Doppel-Weltrangliste ist. Hartenstein machte trotzdem ein starkes Spiel und kämpfte um jeden Ball. Zum Schluss musste er sich dennoch mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Hab dann leider am Ende meine Chancen, meine zahlreichen bei seinem Surfen, bei meinem Surfen nicht genutzt. Und dann geht halt so ein Match in der zweiten Bundesliga halt auch mal schnell verloren. Lennart Soha konnte am vergangenen Freitag in Hamburg groß auftrumpfen. Er schlug im entscheidenden Doppelmatch-Tiebreak gleich zwei Asse hintereinander, die seinem Team den wichtigen Sieg bescherten. Gegen Julian Kanina musste er sich am Sonntag jedoch geschlagen geben. Kanina siegte im ersten Satz mit 6:3 und konnte auch den zweiten, wenn etwas knapper, mit 7:5 für sich entscheiden. Robert Strombach verlor sein Einzel ebenfalls in zwei Sätzen. Javier Barranco Cosano ließ nichts anbrennen und gewann eindeutig mit 6:2 und 6:3. Einzel war ein starker Gegner. Spanier, steht glaube ich irgendwo Mitte 200. Hat eine sehr gute Vorhand gespielt, die mich am Ende auch ein bisschen am Sieg gehindert hat, sagen wir es so. Noch eindeutiger wurde es beim Aufeinandertreffen von Marcin Gavron und Botic van de Sandschulp. Der Mann aus Neuss gewann ohne Probleme mit 6:1 und 6:0. Das Spiel der beiden Franzosen Jean Roman und Tak Fung Wang ging ebenfalls an die Gäste. Wang siegte in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3. Rot-Weiß-Veteran Sebastian Rieschig ging zwar oft mit 30:15 in Führung, konnte die Spiele dann aber nicht durchbringen und vergab zudem einen 4:4 Stand im zweiten Satz mehrere Chancen. Sein Gegenüber Nils Lotzma gewann daher am Ende in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4. Aber der Gegner ist natürlich auch, wenn es dann eng wurde, hat er dann gut aufgeschlagen. Und im zweiten Satz habe ich mich dann natürlich selber sehr geärgert, dass ich die Chancen nicht verwertet habe beim 4-Ball. Und dann ging es leider 4:6 aus. Auch in den Doppeln gab es für die Rot-Weißen nichts mehr zu holen. Für die Berliner ist die Niederlage aber zu verkraften, denn mit 3 Siegen auf dem Konto fehlt ihnen nur noch ein weiterer für den sicheren Klassenerhalt. Und mit dem Tabellenletzten Bielefelder TTC und dem Tennisclub aus Bremen stehen definitiv zwei leichtere Spiele auf dem Restprogramm. Also für den Klassenerhalt brauchen wir noch einen Sieg, haben wir uns so ausgerechnet. Wir haben jetzt nochmal zwei machbare Gegner, einmal nächste Woche zu Hause gegen Bielefeld und am Sonntag in Bremen. Gegen beide rechnen wir uns gute Chancen aus, vor allem gegen Bielefeld jetzt am Freitag. Wir sind am Freitag gegen Bielefeld natürlich auch wieder vor Ort und hoffentlich können wir dann gemeinsam den vorzeitigen Klassenerhalt feiern.